Torschlusspanik. Manche Leute haben das im Laufe ihres Lebens, weil sie denken, ich bin schon so weit fortgeschritten, dass ich jetzt unbedingt den Partner finden muss. Oder andere suchen nach einem Beruf und wollen ihn jetzt unbedingt haben. Irgendwie denken sie, die letzte Chance bietet sich mir und dann stellt sich so etwas wie Torschlusspanik ein. Vielleicht haben das ja auch manche am Ende eines Jahres. Das Jahr geht zu Ende und man denkt, so auf den letzten Metern, da musst du dieses und jenes noch unbedingt schaffen. Die Torschlusspanik hat einen ganz konkreten historischen Hintergrund. Sie kommt aus dem Mittelalter. Im Mittelalter wurden nämlich abends die Tore einer Stadt geschlossen. Und wenn man das verpasste, musste man entweder richtig bezahlen, um doch noch reinzukommen, oder aber die Nacht draußen verbringen. Und deswegen hatte man Panik, vor den verschlossenen Toren zu bleiben. Seit Weihnachten brauchen wir eigentlich keine Torschlusspanik mehr zu haben. Denn Gott hat sein Tor, sein Herzenstor weit aufgemacht, sein Himmelreich weit geöffnet und er ist auf Du und Du mit uns gekommen. Und deswegen wünsche ich Ihnen für das neue Jahr nicht verschlossene, sondern offene Tore von Mensch zu Mensch in unserer Gesellschaft, damit Beziehungen, damit Kommunikation gelingt. Also keine Panik, erst recht keine Torschlusspanik, sondern ein gesegnetes, weit geöffnetes, neues, gutes Jahr 2020.